Für die Fraktion derjenigen, die sagen, Aktien gehen immer nur nach oben, war die letzte Woche ein ziemliches Massaker. Aber die Bullen dürften in dieser Woche eine sehr gute Chance auf einen Konter haben. Nicht auf eine Trendwende, aber auf einen Konter. Denn wir sehen auf der einen Seite alle Indikatoren auf Anschlag auf der Unterseite. Das ist das eine. Auf der anderen Seite eine super bärische Stimmung. Und dazu kommt jetzt, dass vor allem die Positionierung von Hedgefonds extrem short ist und das riecht nach einem Short Squeeze, das riecht nach einer Gegenbewegung, die, wie gesagt, noch keine Trendwende darstellt. Diese Trendwende wird erst kommen, wenn die Fed praktisch kapituliert und sagt, wir können und wollen und dürfen die Zinsen nicht weiter anheben, weil sonst das totale Chaos droht. Erst dann werden wir eine wirkliche Trendwende an den Märkten haben. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Wir haben in der letzten Woche schlanke 5 Billionen an Marktkapitalisierung verloren. Jetzt ist das globale Marktgewicht der Aktien oder die Marktkapitalisierung des globalen Aktienmarktes unter 100 Billionen gefallen. Das ist schon sehr lange her, dass wir das erreicht hatten. Zur Erinnerung, kurz vor dem Corona-Crash waren wir bei etwa 90 Billionen. Jetzt sind wir bei 96 Billionen. Also wir haben noch ein Stück weit zu gehen, damit wir praktisch auf dem Niveau des Vor-Corona-Crashes wären. Insgesamt haben wir jetzt 114% des globalen BIPs in den Aktienmärkten. Alles über 100 ist Blase, sagt Warren Buffett, aber das ist ja ein Greenhorn, das keine Ahnung hat. Dementsprechend sollten Sie das nicht zu ernst nehmen. Ja, da haben ein paar gute Laune. Der Jerome, der praktisch den Märkten ja gesagt hat, ich will, dass die Aktienmärkte fallen, damit die Nachfrage sinkt, damit dann die Preise sinken, wir die Inflation in den Griff bekommen. Das wollten die Märkte nicht so wirklich hören. Jetzt müssen sie es fühlen, jetzt merken sie, oh, die meinen es wirklich ernst. Es gab ja auch zum Beispiel auf meinen Videos oder an meine Videos viele YouTube-Kommentare gesagt haben, ach Quatsch, die Fed wird niemals die Zinsen anheben. Naja, schaut her, jetzt ist es doch der Fall. Bilanzsumme wird reduziert. Das Ergebnis ist Dow Jones jetzt in den letzten 12 Wochen 11-mal mit Verlusten. Das ist schon eine erstaunliche Strecke, die wir so schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen haben. Und die Stimmung dementsprechend bärisch. Nur noch 19% der Privatinvestoren sind bärisch, aber 58% sind bullisch, aber 58% sind bärisch. Also auch hier die Privatinvestoren sehr, sehr negativ. Der Bank of America Bull and Bear Indicator steht jetzt bei 0,0. Maximum wäre 10, extrem bullisch. Jetzt sind wir extrem bärisch. Also auch von der Seite durchaus Potenzial für einen Gegenschlag. Wir sehen jetzt hier, dass das Put-Call-Ratio, also praktisch das Volumen von Puts, die also auf fallende Kurse spekulieren oder eben eine Absicherung für ein Long-Portfolio sind und Calls, dieses Put-Calls-Ratio jetzt erstmals über dem Wert seit April 2020, also seit dem Corona-Crash. Das heißt, wir sehen jetzt, die Absicherungen sind massiv am Start. Viele spekulieren offenkundig auf eine Bewegung weiter nach unten. Und das gilt besonders für die Hedgefonds. Die haben jetzt praktisch die zweitgrößte Exposure nach unten, könnte man sagen. Shorting Activity was the second largest seit dem Juni 2008, also seit der Finanzkrise. Mit anderen Worten, die Hedgefonds stehen so short wie seit der Finanzkrise nicht mehr in den Märkten. Und das könnte übergeordnet ja vielleicht funktionieren, wenn man ein bisschen Luft hat. Aber kurzfristig könnte das dumm sein, denn wenn jetzt was nach oben kommt, dann müssen die irgendwann ihre Short-Position wieder eindecken, treten dann als Käufer auf, würden dann diese Bewegung, diese Gegenbewegung nach oben verstärken. Das ist also das Problem und diese Hedgefonds sind auch unter Druck, mental unter Druck, denn die sind durchschnittlich bei minus 19,02% in diesem Jahr und viele sagen ja, na gut, wofür gibt es dann Hedgefonds, wenn ihr praktisch nicht besser seid als der Markt? Ihr könnt doch short gehen, warum habt ihr es nicht gemacht? Jetzt tun sie es eben und wahrscheinlich ist das jetzt vom Timing
nicht die beste Idee. Klar, wenn du als Hedgefondsmanager dann gefragt wirst von jemand, der viel Gebühren zahlt dafür, dass du sein Geld verwaltest, ja, der Markt ist 20%, gut 20% gefallen, aber ihr könnt doch short gehen, was ist denn los? Dann willst du ihm natürlich zeigen, ja, guckst du, wir sind doch short positioniert, aber wahrscheinlich ist das genau der Moment, wo dann der Schmerz am größten wird. Die Börse geht ja gern den Weg des größten Schmerzes und der größte Schmerz wäre jetzt kurzfristig zumindest auf der Oberseite, denn wir sehen auch hier die Ausgebombtheit des Marktes. Nicht einmal 2% der S&P 500 Aktien handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Also das sind natürlich extreme Dinge, die wir sehen, die meistens zunächst mal einen Boden signalisieren, einen kurzfristigen Boden signalisieren. Wir sehen, dass der S&P zwar immer noch 7,5% über seinem Corona-Hoch ist, das war ja damals Februar 2020 ein Allzeithoch, aber 54% der Aktien im S&P 500 sind unter ihrem Vor-Corona-Hoch. Also wir sehen, der Index hält sich besser als die durchschnittliche Aktie im S&P 500. Ja, wie könnte es laufen? Henrik Becker hat in einem Artikel, der heute bei Finanzmarktwelt erscheinen wird, das Szenario für den Dow Jones so gezeigt. Da könnte dann jetzt eine Viererwelle kommen. Es gibt ja immer diese 5-Wellen-Struktur. Die 4 ist dann eine Gegenbewegung, meist schwächerer Natur. Und dann kommt nochmal die dicke 5er-Welle, die praktisch dann hier nochmal nach unten gehen würde. Für den Dow würde das bedeuten, wir hätten jetzt vielleicht nochmal 1000 Pünktchen Platz auf der Oberseite. So sieht es Henrik Becker, würde ich fast unterschreiben wollen. Wo ist das große Problem? Wir haben vorhin gesehen, die Stimmung ist extrem bärisch unter Investoren, vor allem unter den Privatinvestoren. Aber das ganz große Problem ist, sie sind denn nach wie vor teilweise in ihren Assets drin. Sie haben noch nicht aufgegeben und bestimmte Assets eben nach wie vor in ihrem Portfolio. Also es gibt einen Unterschied zwischen Worten und Taten. Sie sind bärisch, wenn sie befragt werden, sagen sie, oh, oh, die Welt geht unter, aber verkaufen wollen sie dann teilweise eben noch nicht. Und bevor dieser Squeeze passiert ist, bevor dann dieser Panik-Squeeze, wo dann auch der Letzte wirklich sagt, nee, jetzt reicht's mir, da wird es nochmal richtig schwierig werden aus meiner Sicht für die Märkte. Ähnlich sieht es JP Morgan, Head of Trading. Der sagt also, die Fed will offenkundig oder ist bereit, den Aktienmarkt ein bisschen zu crashen, damit die Inflation kontrolliert werden kann. Aber er sieht dann eine Art Jahresendrallye, weil eben die Republikaner diese Zwischenwahlen im November gewinnen dürften. Das dürfte dann sozusagen das ganze Sentiment wieder ein Stück weit drehen. Das würde bedeuten, dass wir wahrscheinlich so ab Ende September, Anfang Oktober eine Rallye in diese Zwischenwahlen in den USA sehen dürften. Ja, heute ja zunächst mal Feiertag, Juneteenth. Das erste Mal, dass dieser Feiertag jetzt wirklich gefeiert wurde. Das wurde vor einem Jahr beschlossen von der Biden-Regierung. Da bezieht man sich also praktisch auf die Befreiung der Afroamerikaner in den USA. Da gab es gerade in Texas erstaunlicherweise ein Dekret eines Generals, nämlich Gordon Granger, der das am 19. Juni 1865 unterzeichnet hat. Proclaiming Freedom for Enslaved People in Texas, also praktisch Sklavenbefreiung in Texas, ausgerechnet in Texas. Man kann davon ausgehen, dass sollte Donald Trump dann wieder Präsident werden in gut 2 Jahren, dieser Feiertag wohl zurückgenommen wird, wieder gestrichen wird, denn mit der Sklavenbefreiung, da hat der Donald nicht so, gell, the Donald and the Slaves, das ist praktisch nicht sein Thema. Aber Thema für die meisten Amerikaner ist neben der Inflation eben auch die Rezession. Schauen wir uns hier mal die Google-Anfragen an. Recession, absolutes Hoch mit Ausnahme des Corona-Crashes, aber gut, da war die Wirtschaft ja praktisch stillgestanden. Das war ja gar keine Wirtschaft mehr, das war ja kompletter Lockdown. Wir sehen, dass über 60% der CEOs in den USA, also der Firmenchefs in den USA, eine Rezession erwarten. Und hier schauen wir uns mal die Rendite der 10-jährigen Anleihe an. Hier sehen wir charttechnisch durchaus Ungemach drohen. Warum? Wenn eine Rezession wirklich kommt, dann machen steigende Renditen normalerweise keinen wirklichen Sinn, denn in einer Rezession fliehen die Anleger meistens in die Sicherheit, das sind die vermeintliche Sicherheit, das sind eben US-Staatsanleihen, dementsprechend würde dann die Rendite sinken. Hier jedenfalls sehen wir
ziemlich heftige negative Divergenzen nach dieser Monster-Rally bei den Renditen und dem Monster-Crash, könnte man sagen, bei den Anleihekursen. Das wiederum würde Futter geben für diese Gegenbewegung, die hier durchaus wahrscheinlich ist für die Aktienmärkte, vor allem beim Nasdaq etwa, bei den stark verprügelten Tech-Werten könnte jetzt was kommen. Meine zweitbeste Freundin Cathie Wood könnte vielleicht sich erholen. Schauen wir mal mit ihrem ARK Innovation. Hier sehen wir den Goldman Sachs Financial Conditions Index und das ist ja das, worauf die Fed besonders achtet. Wie sind die Financial Conditions? Und hier sehen wir, da ist durchaus was passiert. Wir haben jetzt eine so schnelle Straffung der Financial Conditions gesehen, wie seit der Finanzkrise nicht mehr, meine Damen und Herren. Hier können Sie sehen, unten in die Chart, und da sehen Sie 2008, da ist auch sehr stark gestiegen, die Stress in die Financial System, und das haben wir jetzt eben auch wieder in nicht ganz so krasser Natur, aber da ist schon einiges passiert. Das ist mehr als im Jahr 2018, als die Fed ja schon mal zum Jahresende die Zinsen angehoben hatte und dann von Autopilot-Bilanzreduzierung sprach. Das fanden die Märkte nicht schick, sind 20% gefallen, bevor dann Powell zurückruderte. Kann er jetzt nicht tun, weil eben die Inflation ist noch very high, aber wir werden gleich sehen, was da vielleicht jetzt noch kommt. Hier sehen wir mal den Unterschied zwischen Dow Jones und Smart Money Index, Money Flow Index. Wir sehen also, dass das sogenannte Smart Money jetzt offenkundig nicht mehr auf der Short-Seite positioniert ist. Und bei solch ausgebombten Indikatoren würde ich das auch jetzt nicht so wirklich favorisieren. Wir sehen nach wie vor natürlich bärische Kommentare Bank of America, die sagen, die Fed wird noch 5 oder 6 Mal die Zinsen anheben. Und das angesichts eines Bärenmarktes und einer Rezession, das alles wird dann die Fed dazu zwingen, ein geradezu biblisches Easing zu betreiben, also eine biblische, wie soll man sagen, Zinssenkung wahrscheinlich zu machen, eine biblische Flutung wieder an Liquidität, sinnflutartig sozusagen, hier zu betreiben. Wir hatten ja jetzt die Situation, dass wir wirklich einen breiten Abverkauf hatten, der so stark war, was die Anzahl der Stocks betrifft, die sozusagen an einem Tag fallen, wie seit dem Jahr 1928 nicht mehr. Und wenn wir diesen Chart hier nochmal sehen, wo ist er? Da ist er, dann sehen wir eben, dass der Nasdaq Composite jetzt auf einem wichtigen Unterstützungsniveau aufsitzt. Schauen wir uns mal die sogenannten Junk Bonds an, also die Unternehmensanleihen schwacher Bonität. Und mein Erfahrungswissen sozusagen nach vielen Jahren an der Börse ist, wenn du einen Abverkauf von den Aktienmärkten siehst und die Junk Bonds zucken nicht mal, dann weißt du, das wird bald vorbeigehen mit diesem Abverkauf von den Aktienmärkten. Wenn aber die Junk Bonds diesen Crash mitmachen oder sogar anführen, dann weißt du, es ist was Ernstes, denn das ist gewissermaßen die Achillesferse in einem Schuldenblasensystem, nämlich die Renditen für Unternehmen, die praktisch wahrscheinlich in der Regel weniger Geld erwirtschaften, als sie an Zinsen für ihre Schulden bezahlen müssen. Hier sehen wir, dass die Fed damals 2020 in diesem Corona-Crash vor allem die Junk-Bonds gerettet hat. Da hing der gesamte Kreditmarkt letztendlich dran in den USA. Jetzt sind wir auf dem Weg dahin, aber noch nicht ganz so weit. Aber sehen unten in dieser Grafik jedenfalls, dass die Investoren zwar aus den Aktienmärkten noch nicht so viel Geld abgezogen haben, eigentlich kaum Geld abgezogen haben, jetzt im größeren Picture, aber aus den Junk Bonds, da ist richtig Geld abgezogen worden, also da haben wir schon eine gewisse Panik. Und wir erinnern uns, am Mittwoch hat Jerome Powell wörtlich gesagt, we see job growth slowing, also wir sehen langsames Wachstum, aber alles nach wie vor robust. Wir sehen, dass die Wirtschaft ein bisschen sich verlangsamt, das Wachstum, aber sehr gesunde Levels des Wachstums nach wie vor der Fall sein. Wir sehen keinen breiteren Abschwung, so hat er das gesagt. Jetzt hat die Fed selbst, nämlich Liberty Street Economic, in ihrem New York Fed DSGE Model Forecast für den Juni in der praktisch aktuellen Version eben eine Rezession praktisch vorhergesagt. Das heißt, die eigenen Forscher widersprechen dem, was Jerome Powell gesagt hat. Auch Nomura sagt jetzt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir noch in diesem Jahr eine Rezession in den USA sehen. Und jetzt hat erstmals auch ein Fed-Mitglied erstaunlicherweise sich geäußert in dieser Richtung.
und hat gesagt, Recession Risks are going up. Das ist die gute Loretta Mester, die so ein bisschen als Zentrum der Fed gilt. Sie ist nicht zu dovish, sie ist nicht zu hawkisch, sie ist so ein Stück weit sozusagen die Konsensmeinung innerhalb der Fed. Wenn du als Fed-Mitglied sagst, ja, es kommt eine Rezession, dann wird das eine self-fulfilling prophecy, die dann wirklich eine Rezession auch nach sich zieht. Aber wenn du schon sagst, die Rezessionsrisiken gehen deutlich nach oben, dann deutest du schon an, was du eigentlich denkst. Mithin bedeutet das, wenn also die Fed jetzt skeptischer wird, was die Wirtschaftsentwicklung betrifft, wird sie vielleicht auch weniger hawkisch, wird sagen, vielleicht müssen wir die Zinsen doch nicht so anheben, weil wir sehen, dass die Wirtschaft nach unten geht, damit auch die Nachfrage sinkt, damit auch die Erwartung für die nächsten Inflationszahlen nach unten geht. We will see. Jedenfalls wird sich der Jerome am Mittwoch äußern. Das wird sehr, sehr wichtig. Da wird dann wahrscheinlich im Vorfeld der Text auch veröffentlicht, sein Redetext. Er wird vor dem Kongress sich in diesem halbjährlichen in dieser Rechtfertigungsrunde äußern müssen. Das ist ein festes Ritual sozusagen in den USA. Das könnte ein echter Gamechanger werden. Heute ja, wie gesagt, Juneteenth, also dieser Feiertag, aber am Mittwoch wird es interessant. Übers Wochenende haben wir dann nochmal gesehen, wie Bitcoin oder Bitcoin auch genannt gecrashed ist. Wir waren, glaube ich, bei 17.000 und einigen zerquetschten, aber RSI, also relative Stärkeindex, so überverkauft wie never ever before, sodass auch da vielleicht zumindest eine Erholung drin ist. Da waren einfach Margin Calls offenkundig verantwortlich dafür, dass die Laune unter den Bitcoin-Jüngern ein bisschen gelitten hat. Genauso übrigens wie bei den chinesischen Konsumenten, China Consumer Confidence Index, in einem radikalen Absturz. Die Leute haben auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Permanente Lockdown, kommst du Lockdown rein, kommst du Lockdown wieder raus, hast du Massentest, hast du praktisch das Gefühl, du hast überhaupt keine Rechte in China. Und das ist natürlich für eine Ein-Kind-Generation, die von ihren Eltern gestopft werden, die alles in die rein investieren und die dann sagen, naja, ich will jetzt auch leben, dann wirst du sozusagen mal eben eingesperrt, und zwar radikal eingesperrt. Das ist ja kein Vergleich zu dem, was hier passiert ist. Dementsprechend die Stimmung da nicht so gut. Schauen wir uns abschließend, meine Damen und Herren, zwei absolut dringende Empfehlungen an. Ein großartiger Artikel, Zinsfalle, Inflation, Schuldenunion, Christine Lagarde als Lame Duck des Euro von Georg Habenicht. Must read, meine Damen und Herren. Da lege ich wirklich Wert darauf, dass Sie sich das zu Gemüte führen, ebenso wie den Artikel S&P 500 und Nasdaq abstürzt. Die Angst vor Inflation und Rezession von Wolfgang Müller. Also diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, unter dem Video dringende Leseempfehlung. Wir sehen uns dann heute Abend, wahrscheinlich ein Ticken früher, weil die US-Märkte ja nicht der Fall sind und in Europa normalerweise nicht so viel passiert, aber warten wir mal ab. Also etwas früher das Marktgeflüster heute und der Hinweis auf diese beiden Artikel. Ich sage Servus und Ciao.